Guten Abend, herzlich willkommen zum Forex am Abend, Ihrem persönlichen Marktaus- und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir haben Montag, den 30.06.2014, 19.26 Uhr ganz genau. Heute zum Halbjahresende zeigten sich die Märkte, die Aktienmärkte hier gemeint, von der unterschiedlichen Seite aus. Der DAX ganz leicht im Gewinn, Dow Jones, S&P konnten sich heute nicht wirklich vom Fleck bewegen. Nasdaq ist sehr schön weiterhin ausgebrochen, da erwies sich die Long-Prognose als profitabel. Gold und Silber konnten hier heute leicht zulegen. Die Nachrichtenlage war heute uneinheitlich. Letztendlich gab es sowohl positive als auch negative Nachrichten. Alles in allem gab es aber diesbezüglich keine nennenswerten Impulse, die hier die Märkte nach oben oder nach unten in einer sehr starken Weise beeinflusst haben. Kommen wir zu Gold zu sprechen. H4-Chart, sind wir gerade. Wir sehen ganz, ganz klar die untergeordnete Seitwärtsphase hier zwischen 1306 und 1326 US-Dollar. Wir bleiben dabei. Long-Positionen sind interessant im Bereich von 1306 oder eben über 1326 US-Dollar. Hier bahnt sich ein Ausbruch an. Ganz, ganz klassisch dieses Marktverhalten. Nach der starken Bewegung kommt die Seitwärtskonsolidierung. Wenn wir jetzt dieses Tief noch betrachten, noch genauer betrachten, dann ist das schon höher als im Prinzip die Seitwärtsphase. Das könnte ein Indiz sein, dass der Ausbruch jetzt bald bevorsteht, nämlich wenn wir dann letztendlich hier nach oben hin ausbrechen werden. Und das ist, wie gesagt, hier im Gold die aktuelle Situation. Wenn wir uns Silber angucken, auch hier prallten hier an den statistischen Leveln heute ab, bullisch an der Vortagestiefausdehnung und an der unteren Standardbandbreite, an der täglichen. Könnte hier sehr interessant werden, wenn wir über 21,18 US-Dollar ansteigen könnten. Würde das heute passieren, kann man davon ausgehen, dass wir dann bis in den Bereich von 21,60 laufen, maximal 22. Da sollte dann der Pullback stattfinden. Aber auch hier weiterhin die Edelmetalle in der Konsolidierung, in einer bullischen Konsolidierung, denn das sieht momentan aus wie ein Measured Move, so kann man das bezeichnen, dass genau eben diese Flagge in der Hälfte der Bewegung letztendlich auftritt. Das bedeutet, wenn wir das Ganze mal hier so klassifizieren, dass wir dann ein Kursziel haben von hier maximal 65 Dollar. Das kann man natürlich auch nochmal aufs Ausbruchsziel projizieren. Und dann läge hier ein Kursziel bei 1390 US-Dollar pro Feinunze. WTI wird sehr, sehr interessant. Hier testet jetzt den starken Unterstützungsbereich an. Long-Position wurde getriggert. Liegt hier, ist sehr, sehr interessant aktuell, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt eben diese Trendlinie des Dreiecks berühren, des Tagesdreiecks der großen Konsolidierungsformation. WTI sollte jetzt beginnend hier untergeordnet einen Aufwärtstrend etablieren. Sollte man jetzt hier, wie gesagt, langsam sehen. Der untergeordnete Widerstand, der Durchbruchspunkt liegt im Bereich der 115er-Marke. Das bedeutet, er hat jetzt schon die Möglichkeit anzusteigen. Über der 115er-Marke wird es dann hier definitiv interessant, weil er dann eben auch die Widerstandsmarke nach oben hinaus hebelt. Britisch Pfund US-Dollar, sehr schön ausgebrochen. US-Dollar ist heute auch mehr oder weniger stark eingeknickt. Die Long-Position hier war durchaus interessant und jetzt wird natürlich der Pullback, der Rücklauf wieder interessant hier in den Bereich der 1,7060er Marke. Euro endlich ausgebrochen. Wenn er noch so schließt, perfekt. Dann haben wir nämlich hier die Widerstände hinter uns gelassen. Die Bodenbildung ist damit erfolgt und damit sollten wir auch dann weiter steigende Kurse sehen. Australisch Dollar, US-Dollar konnte noch nicht wirklich ausbrechen. Wir hatten ja gesagt, eine mögliche bullische Flagge ist hier da, aber dieser gelbe Widerstandsbereich, gerade hier der Bereich rund um die 0,9450er Marke, die begrenzt ihn noch stark und so haben wir uns dann letztendlich dafür entschieden, dass wir gesagt haben, wenn Long, dann konkret erst über der 0,9460er Marke, über dem Widerstand auf Tagesbasis. Kanadisch Dollar, japanisch Yen, wird er ausbrechen? Er wird irgendwann ausbrechen, das ist klar. Frage ist nur, wann und wie. Aber das ist letztendlich auch zwangsläufig egal, das Wann, sondern das Wie wird entscheidend sein und ob man dann letztendlich von diesem Ausbruch profitieren kann. Letztendlich ist klar zu sehen, dass wir hier gerade diesen Ausbruch der vorherigen Seitwärtsphase konsolidieren in einer erneuten Seitwärtsphase. Demnach kann also der Bruch dieser kleinen Seitwärtsphase hier oben zu einem Pullback letztendlich nur führen in den Bereich von 94,16 japanischen Yen pro kanadisch Dollar.
Also wenn Long, dann über 95,16 bei einem bullischen Auflösen der untergeordneten Seitwärtsphase. Oder wenn er eben hier Short bricht, ist ein spekulativer Short, klar, weil es immer noch das Pullback ist letztendlich. Dann wäre nochmal hier die Long-Position bei 94,16 interessant. Euro-Australisch-Dollar hatten wir gesagt, hier oben in dem Bereich könnte es zu einer Trendwende kommen und dann hier bärisch nach unten gehen. 50 Pips ist jetzt nicht die Welt, aber zumindest ist dieses Setup noch aktiv. Und wir haben gesehen, dann hier untergeordnet auf dem M5 brach dann hier der Trend und jetzt konsolidieren wir gerade und es sollte eigentlich weiter abwärts gerichtet hier gehen. Man könnte natürlich auch warten, bis dieses Momentum tief gebrochen wird. Das wäre dann hier die nächste Möglichkeit. Wären 30 Pips, das ist halt mehr so im Scalping-Bereich jetzt. Das wäre hier so ein möglicher Trade. Zweiter möglicher Trade wäre natürlich auch, wenn er hier unten durchbrechen würde. Britisch Pfund, Schweizer Franken konnte sich leicht stabilisieren. Bullisches Setup bleibt weiterhin erhalten. Wir sind hier immer noch in einer bullischen Flagge nach dieser erfolgten Aufwärtsbewegung. Hier im untergeordneten Chart ist das natürlich ein Aufwärtstrend. Wenn wir das auf dem Tageschart sehen, ist das hier lediglich eine Bewegung. Aber ist ja auch normal, die Bewegung auf dem Tageschart lässt sich dann untergeordnet hier als Aufwärtstrend eben aufklappen, im klassischen Sinne der Markttechnik. Wie gesagt, hier bullisches Setup weiterhin intakt. British Pfund, Euro ist hier auch in der bullischen Flagge. Auch da bleiben wir weiterhin der Meinung, dass wir hier über 1,2511 long sein sollten. Normalerweise hat man Euro-British Pfund, geht auch. So, dann ist das einfach eine bärische Flagge. Das ist dann der Euro-British Pfund, wäre dann dementsprechend Short, weil British Pfund Euro long ist. Gut, zum DAX. Wir hatten gesagt, hier durchaus Aufwärtspotenzial vorhanden, konnte sich fast bis in den Bereich von 9.900 Punkten nach oben hin entwickeln, prallte daran aber ab. Die klaren Marken sind jetzt hier an der Unterseite die Unterstützung bei 9.750 Punkten und auf der Oberseite die 9.890 Punkte. In dieser Zone sollten wir uns da aktuell aufhalten. S&P weiterhin bullisch, allerdings heute ohne nennenswerte Impulse. Wir sind weiterhin aufwärts gerichtet, denn da sehen wir ganz klar, der Nasdaq, wir hatten da gesagt, es gibt hier nur die Long-Variante, konnte man letztendlich, wenn man es sich schön rechnet, sagen 10 Punkte, realistisch 5 bis 8, je nachdem nach Einstieg und Ausstieg. Aber zumindest ist hier der Trend weiterhin völlig intakt und wir haben richtigerweise vor Short-Positionen gewarnt. Kurzfristige Unterstützungen jetzt 3845, 3836 und 3822 Punkten. Aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben wir hier eine Seitwärtskonsolidierung bullisch verlassen. Es sieht also weiterhin bullisch aus. SMI Swiss Market Index auf dem Wochenchart, ebenfalls Pullback auf das gebrochene Dreieck hier in dem Fall. Und jetzt gucken wir uns das mal an, weil man, natürlich kann man sagen, Herr Görtler, Wochenchart, Swiss Market Index. Also das ist ja schon im Prinzip doppelt hart, weil man ja im Prinzip A, den Wochenchart ja meistens meidet und B, ist es ja so, dass wir dann hier auch noch den Schweizer Markt vor uns haben und der ist natürlich nicht so populär wie der DAX. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn das hier oben eine SKS ist, sicherlich ein Signal, eine Marktlage, die man hinnehmen kann. Allerdings auf dem Wochenchart ist der Markt noch völlig intakt. Also das heißt, das, was wir hier als SKS, als große Trendwende möglicherweise sehen könnten, das ist lediglich der Pullback. Und somit hat die natürlich nicht ganz so eine hohe Gewichtung. Und wir sehen, an diesem Pullback reagiert der Basiswert, der SMI. Und da wäre natürlich interessant zu sehen, ob er denn, der Basiswert hier gemeint, ob er denn letztendlich hier über diesen Widerstand ansteigen kann. Dann wäre er long über 8.612 Punkten. Gut, das war es heute zum Markt von meiner Stelle aus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit natürlich. Ich wünsche Ihnen, falls Sie das Spiel jetzt noch sehen werden, viel Spaß. Wenn man das Video nachher anschaut, dann hoffe ich natürlich, dass Sie Spaß hatten, je nach Perspektive. Wir müssen ja alles abdecken hier, für alle Eventualitäten gerüstet sein. Wir hören uns spätestens morgen früh wieder zum Forex am Morgen und bis dahin sage ich wie immer, good trades. Wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.